jetzt an. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Ich ändere ganz schnell die Kategorie auf Metro Exodus, so wie sich das gehört. Ja, ja, ja. Fertig. Okay, okay, okay. So, dann muss ich hier noch meine Arrangements machen. Weil das gleich sonst ein bisschen fummelig wird. So, einmal umschalten. Noch ist hier schwarz. Es geht los. Mypsilon. Das ist aber ein schöner Name. Du bekommst auch diesen Oscar überreicht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich hoffe, er rafft's jetzt. Ich sehe da noch nichts da. Sepp Wishes hat mit Twitch Prime abonniert. Vielen, vielen Dank. Willkommen bei uns. Genießt die Emotes. Haut rein, Leute. Keep spamming those Emotes. All night long. Sag ich. Die weiße Pflanze im Hintergrund. Wie heißen die denn nochmal? Ich habe keine Ahnung von Pflanzen. Das ist so eine schöne. Die hat oben so eine weiße Blüte. Und so ein ganz großes, so einen ganz großen Stempel halt. Und die Blüte ist so komisch krumm geformt. So ungefähr. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Googelt das. Ich bin leider nicht so gut in Botanik. Das ist die, genau, vielleicht sollte ich es erwähnen. Habe ich eben schon. Ich sag's gerne nochmal. Das ist die PC-Version. Ich spiele aber trotzdem mit Controller. Ich bin nicht so gut in Maus und Tastatur, weil ich seit, Moment, über 15 Jahren keinen PC mehr hatte und diesen erst seit kurzem quasi. Und Shooter nicht mehr so gut mit Maus und Tastatur spielen kann. Deswegen wäre das wahrscheinlich heute ein bisschen hakelig. Ja. Der gute alte Controller muss herhalten. Weißkopfblume, ja. Ich finde auch, wir sollten Sophia fragen. Ich schicke ihr ein Bild, obwohl, dann können wir ja auch googeln. Wenn ich ihr ein Bild schicke, kann ich das Bild ja auch googeln. 2:0 für Kolja. Alter Schwede. Das wär ganz geil, wenn er eigentlich Kolja alle platt machen würde da drüben. Das finde ich schön. Unser Kolja! Erste Runde gewonnen, das freut mich. Okay, ich glaube, ich habe bei Optionen schon... Ach so, genau, Sprache. Na, das habe ich schon alles eingestellt. Spieloptionen. Schwierigkeit bleibt auf normal. Text ist Deutsch. Dialoge Englisch. Und ich glaube, alles andere hatte ich schon eingestellt. Okay, Freunde, seid ihr bereit? Ich hoffe. Okay. Ja, aber ich habe natürlich vorher schon mal reingeguckt, um zu wissen, wo ich das Bild ansetzen muss. Also mein kleines Bild. Und ich habe festgestellt, ich glaube, dass es oben links am besten aufgehoben ist. I remember that we used to be different. Hallo, Blackhawk zockt. Willkommen. We used to be the masters of the whole world. Hey, Yps mit Gimmick. Da hatte ich mal ein T-Shirt von. Horst 9mm. Danke für den Follow. Willkommen. Genieße den Stream mit diesem Oscar. Ich bin bereit, aber ich guck weg. Okay, Donkini, wenn dir das so Spaß macht, dann bitte gerne. Jeder, wie er möchte bei uns. I was born to breathe fresh air. And I remember. Okay, wir gucken jetzt erstmal die Cutscene an. Und ich halte mal kurz den Sabbel. Das ist schön, Donkini. The 7 billion were wiped out by the last war.
only 50,000 managed to survive underground, with the surface poisoned, burned, and teeming with horrible monsters. One day, the radiation on the surface might subside, and our grandchildren or their grandchildren might be able to return there. At least that's what my brothers in arms from the Order believe. Basically, there was no hope for us right off the start. Still, we humans are just too bad at surrendering. We tried to make the best of what we had, banded together, and worked to make the Metro our new home. After all, it might well be the only place left on Earth for humans to live. For a time, we thought we could make it. But, regrettably, the war didn't kill our bad habits. Bad Habits. Ich mag den russischen Akzent sehr gerne. Ich hatte einige russische Freunde in meinem Leben und die waren immer sehr gastfreundlich, immer sehr höflich und sehr loyal. Liebe Russen. Our numbers dwindling by the day. Hallo, Dusan Manic. Und wen haben wir noch da? Ritter Mabuse. Was geht da? But I remember we were born for a better life. And I can't accept that I'm destined to grow old and die underground. I don't care if I'm called an idiot. But if even a single shard of the old world still exists out there, I have to find it. Das sieht aber schon schön aus, oder? Auch wenn es hier gerade ein bisschen flimmert. Flimmert es bei euch auch? Between nee. Endless years of hopeless existence and even a single moment of hope, I must choose hope. I must find that signal. Ja, ich bin gespannt, ey. Ob wir wirklich am Ende bis nach Vladivostok oder Novosibirsk oder was ist ganz am Ende von Russland? Beide wahrscheinlich. Ob wir wirklich da ankommen? Hm. Das ist ein ganz schön langes Intro hier. Oha, okay. Here we go. Shotgun Vladivostok. Verstehe. Dann werden wir wohl in einer von beiden Städten ankommen. Au! Hey, okay, was geht? Dazza ist auch am Start. Ja, ein bisschen frisch. Ich glaube, ich bin warm genug angezogen. Okay, 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 Leute. Was geht ab? Was geht ab? Panik. Springen. Sprinten. Taschenlampe. Gut zu wissen. Stimmt, diese Filterwechselnummer. Da muss ich mich noch mit vertraut machen, ganz ehrlich. Hatten wir nicht auch ein Feuerzeug? Aha.
Atomspinne auf dem Arm. Das ist ja nett. Oh. Ja, man muss ja auch tatsächlich ganz viel Kram sammeln, habe ich schon gehört. Das kann ich gut. Das ist ein Aspekt, der mir schon mal gut gefällt. Wir müssen uns noch darauf einigen, wenn wir was finden, ein Schriftstück oder so, eine alte Postkarte oder Tagebücher und so weiter. Wollen wir das immer lesen? Soll ich euch das vorlesen oder sollen wir das skippen? Ugh. So, so war das. Fleur möchte vorlesen. Curtis Craig sagt auch lesen. Immer eher lesen. Vorlesen mit Anne, ja. Ich bin der Vorleser. Hallo, mein Name ist Kate Winslet. Oh, Evlas sagt skippen. Feiermäusel möchte auch vorgelesen bekommen. Ey, ich sollte mal einen Stream machen, wo ich einfach irgendwas vorlese. Lesen, solange die nicht die Füße einschlafen. Na gut. Alles klar. Dann werden wir das so tun. Ist auch gut für mich. Ich kann nämlich nicht sehr gut lesen, finde ich. Je mehr Übung ich habe, desto besser. Kann man hier irgendwas sammeln? Sieht nicht so aus. Meine Güte. Das ist ja ganz schön unangenehm hier. Und ich habe das Gefühl, so waren die ersten beiden Spiele. Hey, danke für den Raid, Arab. Guten Tag. Wow, wow. Das habe ich nicht kommen sehen. Bam. Den habe ich tatsächlich nicht kommen sehen. Ich glaube, da kommen noch mehr. Wow. Entweder die halten viel aus oder ich war zu weit. Da sind sie. Komm. Bam. Noch Fragen? Marco M93, danke für dein Abo mit Twitch Prime. Herzlich willkommen in meiner wundervollen Community. Wir bestehen nur aus sehr netten Menschen. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Und du kannst ganz, ganz tolle Emotes benutzen. Und jetzt auch noch mit dem Follow. Danke, danke, danke. Ich fühle mich geehrt. Ich weiß nicht, muss ich hier rein? Ich glaube schon. Ich gebe dir noch schnell deinen Oscar. Bitteschön. Die sind hier ganz schön rar an Sammelzeug. Jo. Kann ich das? Nein, ich will das benutzen. Warum? Okay, hier weiß ich noch, dass ich einfach... Ich muss... Nein, lass mich! Geht weg! Ich muss einfach nur durchrennen! Ich will nur zur Tür, lass mich! Lass mich doch! Mann! Da kommen nämlich so viele, das kann man gar nicht schaffen. Hey, danke für den Host, Fleur.
Kowalski 300, danke für dein Abo mit Twitch Prime. Herzlich willkommen. Auch du kannst jetzt meine wunderschönen Emotes nutzen. Und dich willkommen in unserer Community fühlen. Idiot! Wieso heißt der Idiot? Hold on, we're coming! Keep us covered! Hold on! We'll get you out! Whoa! It's Artyom! It's Artyom! Hallo! Ich bin Artyom! Ach ja. Ja, wozu schießen, wenn man ein Messer hat? Ganz genau. Ist ja logisch. Oh, jetzt kommt, glaube ich, eine sehr lange Cutscene. Where to now? Left, across the square! Oh, hey, Demir, do you think the Colonel knows what Artyom been up to here? How am I supposed to know? Ask him yourself. He radioed from the ring, said he'd be here tomorrow. Hey, you, na, Artyom ist ja der Boy, der auch in den ersten beiden Teilen der Protagonist war. Und quasi immer alle gerettet hat. Deswegen, ja, Legende trifft's eigentlich ganz gut. Hang in there, Artyom. You're gonna get a fresh dose of Spartan blood now. Die Emote-Wand ist jetzt immer schön bunt. Das stimmt, Fleur. So viele schöne, bunte Emotes gibt es jetzt bei uns. Ja, der Hauptcharakter in den Büchern ist auch Artyom. Genau, es wird nicht ganz so düster sein, weil wir viel draußen sein werden. It's okay. The doctor said you'll be fine. Are you trying to kill me with worry? What if next time you don't return from the surface? Oh, ja, there's no one out there, Artyom. No one to find, no one to talk to. If there was, don't you think they'd be here already? Nämlich, immer nur. We've talked about this again and again. You have to accept it. There's only us. Colonel. Hello, Alex. Hello. There you are, you stubborn fool. How many times are we going to have this conversation? I don't care if you kill yourself over this silly dream of yours, but don't you see what you're doing to my daughter? Your wife? Dad, please. The order is short on men after the battle for D6, but you leave. People need you, and you pursue your selfish obsession. But now this shit has to stop. There's only Metro, nothing else. And the Order is here to defend it. Because if not us, then who? You look fine to me. So, get ready to go. Then, we'll discuss your transfer to police. Come, we need to talk. I'll get the doctor. Artyom? Please, promise me this was the last time. I'll see you later. Ich verspreche es. Artyom, we managed to bring you back from the brink, but people are giving you their blood, which could save so many wounded, and you keep bringing it back. Noob Cybert Mirror Match, sehr gut. Schön Emote Spam. Don't you think that is unfair? Schön Keuer anfeuern. Let me put it this way. I can't promise I'll be able to bring you back next time. Danke, Doc. Für ihre Mühen. Aha, jetzt geht's los mit dem Lesen. Achtung. 1-0 für Cole, sehr gut.
Warum kann ich meine Notizen nicht öffnen? Was soll das? Oh. Geht wahrscheinlich hier nicht. Dann machen wir das gleich. Which is why we can't afford to have our best fighters taking unnecessary risks. What will we do if all the Spartans come down with radiation poisoning like Artyom and the Nazis try something? Hey, Kabrüggen! 2 Monate hintereinander auf Stufe 2. Vielen, vielen Dank. Welcome back. Uncle Artyom, don't worry. I believe you. Will you take me with you when you find the clean place outside? Nein, Mann. But maybe something up there could help us. Piss dich, Alde. Was soll ich denn mit einem kranken Jungen? Auf gar keinen Fall. Okay, ich glaube, hier ist nichts Interessantes, oder? Nein. Ja, ich gehe ja schon. What could possibly have survived on the surface? You must come back to the solution to be total evacuation. Schön alle Lichter ausmachen. Strom sparen. Oh. Ach, guck. Postkarte. Kann man damit was machen? Nein. Es muss doch irgendwo. Ah, hier. Yank One. Ich hoffe, so heißt du. Danke für deinen Follow. Herzlich willkommen. Du bekommst einen kleinen Oscar von mir. Wie hat Koya gewonnen? Wahrscheinlich, ne? Geboren 2009 ist auch geil, ja. Eingewiesen am... Komm schon, es ist das dritte Mal. Diagnose? Rezidive Strahlenkrankheit. Leichte Form. Ungefähre Dosis? 1 bis 1,5... Prognose? Günstig. Behandlung? Bluttransfusion? 0,5 K. Dreimal pro Woche. Kali, Jodium, Oral? Bettruhe. Mindestens ein Jahr lang nicht an die Oberfläche. Das ist ja nett. Staubiges Tagebuch. 6. Juli 2013. Zu spät. Shura ging los, um Lebensmittel einzukaufen und ich wollte gerade den Stuhl auf den Balkon rollen, um etwas frische Luft zu schnappen, als die Zivilschutzmeldung kam. Die Leute draußen rannten alle irgendwo hin. Raketen im Anflug. Blitze. Sie haben mich sogar bei geschlossenen Vorhängen geblendet. Ich sehe immer noch überall grüne Punkte. Ich hoffe, Shura hat es in die Metro geschafft. Ich dachte, ich wäre erledigt, aber offenbar bleibt mir noch etwas Zeit. Es ist Nacht, die Straßen sind leer und still. Nur Sirenen sind zu hören. Und überall dieser grüne Nebel, er fluoresziert. Oder bilde ich mir das ein? Das Telefon ist tot. Nein, das Telefon lebt hier. Der Funk auch. Shura. Shura, mein Schatz. Ich hoffe, es geht dir gut. Es geht mir nicht gut. Fühle mich sehr schwach. Leb wohl, Shura. Tja, da ist wohl jemand verstrahlt worden. Kolle steht im Halbfinale. Fantastisch. So muss das auch sein. So, hier ist auch ein Rucksack. Kann man aber nichts nehmen. Dann gehen wir weiter. Ja, das Telefon, sehr gut. Das Telefon ist tot. Oh, I can't believe my eyes. Artyom, you're all right. You gave us a scare, brother. Artyom, how are you, friend? I see you're all right. This calls for a celebration. Artyom, a few more scars and you'll be completely irresistible to any woman. Speaking of which, Alyosha, how are the nurses in the hospital, guys, could you just stop crowding him? Brother. Idiot! Bro! Privet, warum heißt der Idiot? Kann das jemand rausfinden? Hours, jetzt
bestimmt ein Insider aus den anderen beiden Spielen. So I brought something. And here we go again. Please, let's not repeat the last Hold time. Hold on, Artyom. Hey, Macbeth. Schön, dass du da bist. Idiot. Wen haben wir denn da? Lobster24, danke für dein Follow, herzlich willkommen. Hier, dein kleiner Oscar. Batman. Yes, and there's also those damn things. Calling all the time. Let's go home, dear, please. Ich weiß aber nicht, ob das heute sehr entspannt wird, Macbeth. Live on an ocean beach or in a green forest, but what good are these fantasies in a silent world? Silent, Artyom? Because it's dead. A whole new world. Da freue ich mich ja jetzt richtig drauf. Schön hier durch die zerstörte Landschaft warten. Okay. Come on, replace your filter. Haven't you spent enough time in the big bed? Alles klar. Alle Viertelstunde muss es gewechselt werden. All right, let's get moving. Oder wie ist das? Sie wird mich schon erinnern. Father will kill me if he finds out I went up with you. Twice if he learns we've been to a Hansa off-limit zone. Have you been to all these ruins? Er ist auch so gut, weil er nie was sagt, gell? All the destruction. And Moscow had the best anti-air defenses in the country. If this is how it looks now, imagine how the rest of the world looks. Wow, das rennt ein bisschen schnell. So, was haben wir hier? Oh, das Muster. Sehr gut, so stelle ich mir Russland vor. Oh, eine neue Postkarte. Sehr schön. Ich glaube aber nicht, dass man kann die nicht umdrehen, ne? Das ist ein bisschen doof. Haben wir Russen im Chat? Weiß jemand, welche Stadt das ist? Also die hat zwei sehr markante Dinge auf diesem Bild. Und der Turm sieht aus, das hat auch jemand reingemalt, wie das Auge von Sauron, findet ihr nicht? Der Fernsehturm. Sehr gut. Mordor, ja. Eine russische. Moskau? Bad Meinberg. Nee, Leute. Es kann ja sein, dass jemand hier Russe ist und das weiß. Oder das hier, das sieht doch aus wie... Weiß ich nicht. St. Petersburg. Nee, wahrscheinlich nicht. Ach so, das sind beides Moskau, oder was? Ah, okay. Jetzt habe ich es gerafft. Danke! manchmal brauche ich ein bisschen Hilfe. Okay, finden wir hier noch was Nützliches? Schönes Sofa. Teppiche. Sieht nicht so aus. Na dann. Kann man sich eigentlich auch den Scheiß hier vom Visier wischen? Die Universität auf dem Sperlingsberg. Warum bin ich jetzt hier runtergefallen? Nein, warum bin ich hier runtergefallen? Ah! Ich war kurz verwirrt. A flat with a kitchen and a shower. Stimmt, wie duschen die eigentlich? Stellt euch vor, der hat seit 10 Jahren nicht mehr geduscht. At least it held. Well, I'd say we're out of the woods. Whoa! Hear that?
Whoa. Why? Why you do this, Joker? Huh? Hm, geht so. Scheiße. Ist auch gar nicht dunkel hier drin. Eine Bibliothek. Vielleicht gibt's hier was Cooles für uns zum Mitnehmen. Ey, auf einer Zugfahrt braucht man viel zu lesen, Leute. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Hier ist doch irgendwas mit geben, was wir mitnehmen können. Damn it. Anna. Wo bist du? Ich habe die Alde verloren. Alde. Ah, hallo. Oh, das Telefon ist tot. Ist erfroren. Gott, das nervt jetzt schon. Ich hoffe, man hat wenigstens unendlich von denen. Hm. Mach du mal, ich guck mich um. Ach so, ich muss vorne raus. Ja. We're lucky the mutants hate each other as much as they hate us. Titanassel, willkommen bei uns. Danke für den Follow. Du kriegst hier diesen wunderschönen Oscar. Und ich muss jetzt hier ein paar... Ach, die wollen gar nicht. Oh, vielleicht wollen sie doch was. Wow. Ich dachte schon so, hä? Warum rennen die an mir vorbei? Oh, fuck me. No! Ich glaube, ich muss mich verstecken an der Stelle. Das bringt so nichts. Die Filter können auch knapp werden. Nein, oh Gott. Okay. Hört ihr das auch oder habe ich schon wieder Tinnitus? The pack is here. So, do we turn this place into Thermopylae or do we let them pass? We let them pass. Wait it out. Looks like that was all of them. I'm glad they didn't notice us. Oh, ja, that was a large pack. Oh, is this why the zone is off limits? I mean, if all the packs here are like that. Ha! Oh, ja, Filter, sehr gut. Und was ist das andere? Munition? Ich konnte es nicht ganz erkennen. Lohnt sich doch, sich mal ein bisschen umzuschauen. Hm, Fotomodus. Musik in meinen Ohren. Come on, dear, give me a boost.
Ja, ist mein erstes Metro. Die anderen habe ich nur zugeguckt. Hallo, Lukas. Come up now. I got you. Did you hear that, Matthew? Something large roaring. At least it was far away. Now that's what I call a blizzard. Can't see a thing. Or hear. Let's switch to radios. What the? Artyom, are you seeing this? I'm not just imagining things, right? Was? Den sehe ich, ja. A train. Ach so. A damn train on the surface. Where? Ja, geil. Hafenleiche. Ich hoffe, dein Name ist kein Hinweis auf dein Schicksal. Danke für dein Follow trotzdem. Hier ist noch dein Oscar, du Hafenleiche. Och, warum? Warum glauben wir denen auch? Warum trauen wir auch jedem, Hans und Franz? You should have checked first, assholes. Artyom, thank God. These people, they're Hansa, not the Order, assholes. They did a number on you. Well, Dad will rip them a new one for that. What's going on in this Moscow of yours, anyways? Of yours? You're putting this like you're not from here. We aren't. Our village is about 200 kilometers from here. What village? You're not from Moscow? Just a regular village. We came here to find the boy's father. Left for Moscow about a year ago and never came back. But then we got caught by this here. You mean there's life outside? Why wouldn't there be any? Yeah. 3 Monate in Folge für Elwood. Artyom, you're right. Danke, danke, danke. Schön, dass du noch da bist. We didn't know. Kolja kriegt auf die Fresse. Von Dennis? Oh oh. Oh oh. You people drove us halfway to nowhere. Oh, Kolja hat verloren. At least give them their masks back. Oh, what? Oh nee, nicht Hunde. Hunde sind Kacke. Also, zumindest als Gegner. Oh ja, stimmt, ich habe keine Maske. Was mache ich nur? Ey, ganz ehrlich, jetzt wäre ich doch eigentlich schon längst tot, oder? So strahlenmäßig. Oh, jetzt ist alles wieder gut. Ja, shit. Ich habe keine Medizin. Ich habe echt nichts. Ey, das Schmunzelmonster. Danke für den Follow. Willkommen. Oh, ich habe noch nicht mal eine Waffe. Oh, 100 Bits. Von Yps mit Gimmick. Dankeschön. Hier gibt's noch den Oscar. Für das Schmunzelmonster. Fuß. Oh. Füße sind eklig. In jedem Zustand.
Okay. Alles klar. Medizin hilft. Hier gibt es aber anscheinend nichts, was uns hilft. Keine Waffen. Also ich finde, das ist jetzt nicht viel sauberer als vorher. Mega Fledermäuse. Ah, da ist der Zug, Leute. Dennis gegen Kolja Teil 2. Kolja muss zweimal. Ist das das Finale schon oder was? Sind alle anderen raus? Das wäre nice, wenn er gewinnen könnte. Ich lass mal lieber das Licht an, sonst sehe ich nichts. So. Habt ihr was bei euch, was mir hilft? Nein. Oh. Hier ist niemand. Gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Hey, War Machine. Du musst schon gehen? Das ist sehr schade. Aber danke, dass du da warst. Komm gerne wieder, wir sind hier immer mit Box um 8. Und ansonsten spontan. Na Logo! Sehr guter Name, danke für den Follow. Willkommen, schön, dass du zu uns gefunden hast. Auch du bekommst eine kleine Aufmerksamkeit des Hauses an dieser Stelle. Oh, Kolja, kriegt auf die Fresse. Kolja ist auch ein russischer Name, by the way. If you come out of here, we won't accept this shit again. Okay? Animals. Hi, Nalogo. How can I? What can I do? A mutant? Watchman! Human. Es wäre von Vorteil, wenn ich jetzt sprechen könnte. Ich bin Artyom. Oh mein Gott. Oh, 1-1. Sehr gut. Spammt mal schön im RBTV-Chat. First tries. Und Telefone. Alright. I'll help. Finally. I'll be of some use. Okay, they took the girl to the base chief for interrogation. I can't take you to the main entrance. Too many guards. But we may sneak in from the back. Alright. Let's go. Don't rush, though. If they notice you, we're both done for. Wait. You'd better not walk into the light. Okay. Let's do it this way. You sneak to the lighting panel and disable it while I distract them. Gibt's hier auch noch was zu klauen? Okay, sehr gut. So ein Stresser. Best of three, oh Gott, das ist ja furchtbar. Der arme Kolja.
Sergeant. Senya, go tell the workers. Don't rush. I'm not rushing. Oh, you turned quite Move simple crouched. Again, Yelma. It's quiet so you can use your head after Stay all. Stay close to the wall. Yermak, is that you? What are you mumbling? Come here and help me fix this. Yes, sir. Get me already. Come on. Whew. Come on. Fixing this should be nothing for you. Oh Mann, der kleine Kolja. Tja. Schleichen hier, ne? Um etwas auszuschalten. Ich kann natürlich nichts mitnehmen. Oh, da bist du. Wait, wait a moment. Wait. Ja. Dose. He's looking this way, and we need to get to that door. Great, now throw it. Ja, aber wohin denn? Es bringt ja nichts, wenn ich in seine Richtung werfe. I hope the noise distracts him. Well done. Well done. Let's go. Kolle hat verloren. Aber ey, zweiter ist auch gut. Ich finde, der hat einen sehr schönen zweiten Platz gemacht in dieser Runde. Come on. This system supplies air for the command center. It's not that large, actually. Wait for the moment and go through. Good luck to you. Danke. Anna. Hallo, hab ich umgelegt? Bam! Ciao, MC1 Racer. Bis bald. Take this, bitch! Das war nicht gut. Oh Mann, ich möchte ihn so gerne einen überziehen. Show sucks, man. Okay, wir haben wieder was zum Lesen gleich. Oh ja. Oh no. The war is still going on, and you behave like fucking kids! Hold on! All the guards will be here soon. Damn! Nein, nein, they got to me. I'm with him. With you. You have to run! Well, yeah. Is this yours? They just left it sitting there. We must get out before they recover. Danke, dass du meinen Heiligenschein gefunden hast. Das war mir sehr wichtig. Holla rö, Black Teddy. Was geht? Let's go.
Who are you? Brian von Gierbeck, the train engineer. Run now. Just get to that hangar, then God willing, I'll get you out of here. So I'll get there easily. Why are you helping us, Andrei Ivanovich? I had... I guess I'll tell you later. I hope. Hey, guys, be what's careful. Going on? Hey! Hey! Ja, klasse. Jetzt muss ich mich dazu zukämpfen, oder was? Artyom, I see the enemy. Give me a boost. Can't really see well with the snowstorm. Don't forget your visibility gauge, Artyom. If you don't move too fast and don't come out into the light, you'll be harder for them to notice. Uh-huh. Don't turn your flashlight on either, they could notice. Uh-huh. Artyom, incoming, two of them. I'll give you some cover from above. Muss ich die jetzt erschießen oder lautlos umbringen? Where was he? Ist das Spiel gut? Also, ich habe das so verstanden, dass wir drum rumschleichen. Ah, we can survive the cold. Something else gives me the shivers, though. Tell me, why are we here? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ach, stimmt, ich habe eine Waffe mit Schalldämpfer bekommen. Das ist vollkommen richtig. Aber. Wow. Ich weiß nicht, wie ich die ausrüste. Das hat mir das Spiel noch nicht gesagt. Ja, ich war vom Heiligenschein sehr abgelenkt, das stimmt. Trotzdem weiß ich erstens nicht, wo ich hin muss. Und zweitens, wie ich meine Waffe wechsle. Das ist auf jeden Fall der Fotomodus. Ach, guck an. Drei Schuss habe ich aber nur. Außerdem sieht er doch, wenn... Okay. Geil, Messer. Danke, Zaro. Ich glaube, das war nicht so klug. Hallo. We have to find him. Ja, ich weiß nicht. Habe ich einen Kompass? Ich glaube nicht. Hey, Couchsurfer, danke für den Follow. Down.
Aber ich denke mal, dass wir zum Zug müssen. Also würde ich jetzt... Wo sind denn die anderen? Ach, die macht das schon. Yes. Da hinten ist noch jemand. Hier oben anscheinend. Licht aus. Yeah. Tschüss, Tonkini. Ich hoffe, wir haben dich nicht zu sehr gespoilt hier. Tür ist zu. Ich glaube, der war alleine, gell? Ja, wir kriegen das hin hier. Komm. Das ist doch easy. Attention. The command center came under enemy attack. Hi, ready to kill. Dein Name passt thematisch sehr gut. Ich bin nämlich heute auch absolut ready to kill. Hier, oder was? Aber ich will doch erst alles absuchen. Hey, jetzt mit Gimmick, danke für dein Abo. Stufe 1, nice. Willkommen bei uns. Genießt die Emotes. Genießt die Kameradschaft. Das war ja super. Okay. Ja, schön. Jetzt haben wir alle ausgeschaltet. Das ist toll. Die habe ich schon alle gelootet. Loot. Hey, Terrorbrezel, was geht ab? Willkommen bei Metro. Okay. An dieser Stelle machen wir eine kurze Lesepause. Denn wir wollten ja alles lesen. Amtliche Mitteilung. Oberstleutnant Rilev, Leiter des Nachschubs. Auf Ihre Anfrage vom 23.03. eingehend, kann ich berichten, dass die Anzahl der Mitarbeiter in der äußeren Störsenderstation am 1.02. bei 4.786 Leuten liegt, von denen 3.857 der Spezialwache angehören, die mit zusätzlichen Mitteln zum individuellen Schutz ausgerüstet werden. 723 sind Wartungsarbeiter und 206 sind leitendes Personal. Stellvertretender Leiter der Spezialabteilung, Major Strohin. Uha. An das gesamte Personal der Spezialwache des Projekts Schild. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Versuche von Spionen, unsere Verteidigung zu durchbrechen, merklich angestiegen. Ungewöhnlich ist, dass die feindlichen Agenten zum Teil Frauen, alte Menschen und Jugendliche sind. Dies ist ein Beleg für die ungemein große Effizienz der Spezialwache bei ihrer Arbeit zur Verhinderung, dass die Feinde ihr Ziel erreichen, unsere Verteidigung zu durchbrechen und mittels Standardtaktiken Sabotageakte auszuführen. Aus diesem Grund müssen alle Mitarbeiter der Spezialwache ihre Pflichten verantwortungsvoll erfüllen und niemals zögern, Spezialmaßnahmen bei jeglichen feindlichen Agenten zu ergreifen, die festgenommen werden.
Vergessen Sie nicht, dass der Feind hinterlistig und einfallsreich ist. Außerdem ist er verzweifelt genug, seine letzten Reserven in die Schlacht zu führen. Nichtsdestotrotz sind die Ressourcen des Feindes noch immer gewaltig. Und eine in die Ecke gedrängte Ratte ist besonders gefährlich. Der Verteidigungsrat. Ja nun. Sansaga, hallo, wer ist denn noch neu hier? Manchotix, guten Tag. Willkommen. Oh, cool, cool, cool. Muni brauche ich. Na so. Oh oh. Also ist er wohl hier, oder? Oh. Jetzt habe ich aus Versehen ein Messer geworfen. Sieghard Eisenmeteor. Danke für den Follow. Herzlich willkommen. Ihr kriegt alle noch einen Oscar. Ich komme da so selten zu. Das unterbricht immer diesen Spielfluss. Deswegen. Hey, wie könnt ihr mich denn gesehen haben? Jawohl, ist ja Quatsch. Das war doch voll unauffällig mit dem Messer. Ah, Medipack! Zu spät. Okay. Oh. Ich habe schon lange Schmerzen in der linken Schulter. Es ist echt scheiße. Und es liegt nicht an dem Stuhl, ich schwör's euch. Ich hasse Stealth, ne? Nee, meine Garantie für die Schulter ist leider vor ein paar Jahren abgelaufen. Es tut mir leid. Die sind auch zu mehreren, glaube ich, weil da oben. Ja, guck. Der da. Dann kann ich ja quasi niemanden umbringen. Es sieht ja immer irgendwer, oder nicht? Abends auf der rechten Seite pennen kann helfen. Ja, ey. Ich penne eigentlich auf dem Bauch. Vorbeischleichen einfach. Ja, toll. Der Dude unten sieht mich doch auf jeden Fall. Mal, der Typ hier oben sieht doch, wenn ich hier vorbeischleiche. Pass auf. Hey, danke, Fleur. Stuhl, Stuhl, Stuhl. Stuhl, Stuhl, Stuhl. Vielen Dank für die 5 Euro. Das ist jetzt nichts gebaut. Wollt ihr mich verarschen? Hier eine Dose. Nobody cares. Die sind immer zu zweit und alle sehen alle. Das ist doch
Ja, das ist doch irgendwie, ne? Ach nee. Okay, Leute, jetzt mal im Ernst. Ich hab noch die... Dings. Alter. Wie heißt das Wort? Ja, die Pistole mit dem Schalldämpfer, das wollte ich sagen. Guck mal, den sieht keiner, glaube ich. Oh, kann ich nach oben? Gibt's hier einen Weg nach oben? Oh, ich habe deinen Follow verpasst. Es tut mir leid, ich war nicht schnell genug. Aber ich freue mich, dass du da bist. Mach's dir bequem. Guck mal, hier geht's auch nach unten. Ja, okay. Also. Vielleicht sieht das keiner. Okay. Das war okay. Die sind zu zweit. Okay. Aber das wird doch gleich auffallen. Das kann mir doch keiner sagen. Und er sieht sofort... Warte mal. Trasher85, danke für den Follow. Was? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich sehe doch nichts. Ich glaube, der war über mir. Aber die Taktik ist gut. Die Taktik ist nicht schlecht, glaube ich. Vielleicht sollte ich auch unten hin. Okay, Dreieck ist Waffe wechseln, gut zu wissen. Ich. Ihr sollt mir Layout zeigen, ihr Noobs. Ihr habt doch die ganze Zeit von einem Kompass gesprochen. Hallo, stilles Herz. Es wäre gut, wenn ich den finden würde. What? Hey, was there something over there? I guess there was. Hey, we got trouble. Oh, all right, it was nothing. My bad, I guess. Okay. Lol. Ja, kommt doch. Okay, von welcher Seite kommen die? Kommt hier noch jemand? Ja, der Medic wird euch auch nichts bringen, Leute.
einem nach dem anderen. I got him pinned down! Flank him! There he is! Hiding behind that pillar! Look, he was hiding up there. Kommt doch mal jemand die Treppe hoch, das wäre nett. Okay, ich glaube, von der Seite kommt niemand mehr. Okay. Hallo, Scrawn. Gib mir Stuff. Shit! He's down, people! Search the territory! We've got an enemy! Yes, indeed. We've got an enemy. And it's me. I'm reckless, bitches. Gibt's hier was Nettes außer Licht? Nö. Na, dann nicht. Why are you hiding? I'm only going to kill you, nothing more. Because it's smart. Deswegen. Ich bräuchte einen Medipack, das wäre ganz nett. L1 gedrückt halten und X? Nee, mache ich jetzt nicht. Ich fühle mich gerade sicher. Ich frage mich nur, wo diese verdammte Zelle ist, wo die den Typen aufbewahren. Okay, da hinten sind noch Menschen. Ja. Kommen die jetzt hier lang? The guards won't let us get away. We have to do something about them first. Ah, du bist es. Do something about the guards, please. You can stop trying. I see the enemy. Ist noch jemand auf dem Zug? Nee. Oh. Ich trau dem Braten nicht. Ich erwisch die ja gar nicht. Okay. Alter! Vergessen wir es. Wie dumm, Alter! Oh. Also, ich glaube, es ist am besten, mit dem anzufangen. Yeah, I know
noticed, they noticed. Yo, 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 yo! Bene! Danke fürs Followen. Okay, wen habe ich übersehen? Shiat! Hallo, Para. Was geht ab? Ich lass mich hier, ja, ich bin am Sterben. Sterben, 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 sterben. Ich hab's nicht so mit Stealth. Und ich muss anscheinend alle auslöschen, weil er sonst nicht freigelassen wird, der Dude. Okay. Dann versuche ich es jetzt mal ohne groß Aufsehen zu erregen. Group A, report your settings. Okay. Group B, continue patrolling the courtyard in the generator room. Group A, check the wind turbine zone. Communications were lost there. Das ist jetzt der Plan? Die Alde könnte mir auch mal helfen. Oder nicht? Ja, cool. Jetzt habe ich hier unten alle getötet. Und was bringt mir das? Danke, Waifu. Ey, Leute, ich habe keine Ahnung. Im Endeffekt läuft es doch wirklich darauf hinaus, dass ich alle töten muss. Richtig? Oder soll ich einfach in den Zug springen und wegfahren? Oh. What? Wo? Ich sehe halt auch einfach nichts. Och Mann, ich war einmal so weit, ey. Das ist doch dumm. Aber sie hat mir eben gesagt, dass ich nach unten soll. Oder nicht? Ja. If you get closer, I'll distract them while you rescue the old man. Ja, dann. Artyom, try going down that ladder ahead. Just be careful. Und dann? Yes, sir. Mika's watching him. Captain, sir. If I may have permission. Hier, die Leiter, meint sie. Und das Ding ist aber, Group A, report your status. Dass ich da nicht hochkomme. Group B, continue patrolling the courtyard in the generator room. Group A, check the wind turbine zone. Communications were lost there. Ich komme ja nicht hoch. Why can't you just stay still, Yamak? We're on high alert. Civilians aren't allowed to just walk around now. Does that mean you're going to ready the train for me? What's the matter with you today? Hier kann ich nicht durch. Ich kann hier nicht hochklettern, hier ist keine Leiter. Ich raff's nicht, was sie von mir will.
till maintenance. Ah, hier komme ich rüber. Okay, ich versuche jetzt an diese Leiter zu kommen. Wie jetzt? Ihr wollt mich doch verarschen. Hat die wirklich gesagt, let's wait till they walk off? Das heißt, ich habe die ganze Scheiße eben umsonst gemacht und muss einfach nur warten, bis alle weg sind? Oh, Jesus Christ. Okay, ich versuch's jetzt. The only thing missing is a good smoke. And maybe a drink. Der ist aber nicht aufgewalkt. Huh? What's that? All clear. Am I glad to see you here? Oh, God. Are you all right? I'm fine, thank you. All right. We don't have much time. They'll be back. I'll go to the engine. It should be ready now. You go up there and come switch the young turntable mechanism on. Mm-hmm. And please, be careful. We could easily have the whole base on us. More guards! Get them! So gut durch diese Gitter. Ey, wenn ich jetzt in die Luft fliege. Wie lange kann man überleben, Alter? Ja, ich muss mich doch umsehen. Umsehen. Vibe. Oh, ich habe Medipacks bekommen. Hammer. What? Ach so. Oh, was? Sag doch was, Vibe. Hat da jemand eine Pumpgun? Mann! Ich hoffe, das ist... Ah, no! Ja, das ist eine beschissene Situation. Are you okay? Artyom.
Mein Gott. Ach, hier sind wir wieder. Wo denn? Ich sehe niemanden. Im Ernst? Gute Nacht, Dessa und alle anderen Feiermäusle. Gute Nacht, gute Nacht. Danke, dass ihr da wart. Wir sehen uns nächste Woche. Hoffe ich doch. Tschu-tschu. Okay, los geht's. Run, 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 run. I can be a backpacker while you run. Yes. Wir haben einen Zug. Ja. Ich wollte schon immer Zugführer werden. You should put the mask on. The seals might be damaged. We did it. Yeah. Ja, Mann. Voll der Premium-Zug ist das. Oh. No. Das wurde sehr schnell sehr hell. Nein! Roger that, base. Over. Alright, shoot these two. And as for the engineer... What do you mean, shoot these two? Don't you dare give me lip, soldier. The colonel will give you a piece of his mind now. Colonel, alles sir, umsonst. We have a situation here. Dad! Guys! What? It's us! Help us! What the hell? Artyom! What are you doing here? Talk about surprise. Colonel, this will mean court-martial for all of you. All right, everyone, shut up! I can't believe this. Just can't. Shit! So this is true? You're working for them? The bastards shot Artyom! Be quiet! How did you end up here? It doesn't matter. You have no idea what you just stuck your heads in. We've no moves left. Hansa can't take this lying down. Shit, the waters won't let No, him. I won't be quiet! What is this jammer for? Why are they hiding the fact that Moscow didn't survive alone? There, in the ravine, there are people from other cities, dead! All Everyone of them, women, up. Children! I'll tell you all later, everything. Gramps, what's going on out there, down this road? The road is fine, at least until 100 click mark. Is there a safe place to stop nearby? Of course. We have to make haste, though. They called the cruiser. Right, gentlemen. Artyom and Anna have just made a huge mess, and I can't go back to Moscow now. The wartime legislation dictates they'd be killed. In any case, I have to get them out of town until it all blows over. But you all should stay. Hear me, Major? My people are in no way related to this misunderstanding at the jail. Well, I'll fight for the guys no matter what. Of course. Artyom, Anna, they are with us. The order leaves no one behind. All right, Spartans, throw these overboard and full steam ahead. Come with me, Artyom. Let's catch some air. Frische Luft? I'm so glad the boys supported us. It looks like my father didn't say a word. Die nehmen sich wahrscheinlich nicht selbst zu ernst, ne? We spent 20 years in Metro, thinking the rest of the world was burnt to a crisp in the war. But they just circled Moscow with those jammers, and we were none the wiser. How perfect of them! Ich find's bemerkenswert von ihr, dass sie einen Stummen geheiratet hat. Anders gesagt, gibt's ja auch niemals Widerworte, von daher. Lying to you, to me, to everyone, the whole fucking world. Sie ist voll. Sie ist voll am Ragen und Artyom wahrscheinlich nur so. Oh, wow. Ich glaube, die haben die krassere Lok. Lokfight. That was just a warning. If you do not comply, we will shoot to kill. Fuck me, that's some armor.
And look at all the machine guns. Happy now? Is this what you were hoping How for? Is this his fault? You knew everything and now... Shit! Stop the engine immediately! Oh, fuck! Are you okay? Yeah, just a scratch. Okay, we'll stop it. Nur klein so. Ganz klein. Yermak, start slowing down. Let them think we are surrendering. Ah, finally some good sense. Now, keep braking to a stop. Well, grenades will barely scratch their paint, so... How about from the inside? Not enough explosives. Unless we put everything we have in their firebox. Please, let me do it, Colonel, sir. I will be appointing the volunteers here. Artyom will do it. What? Why Artyom? Because he's critical, and he better do something about it. Artyom, leap over as soon as we slow down. Oh, come on. I will distract him in the meantime. Hallo, ich bin euer Held. Is that you, Jakob? You cover if needed. So undankbare Kameraden. We weren't going to go far, just out of town for it until the excitement quiets down. And you just opened fire. Will you let us go if we stop? I have to detain you and bring you back to face trial. You do understand the charges you're facing, right? Desertion, treason. Are you fucking kidding me? Me? A traitor? You tell me, where are you taking that train, huh? On a simple joyride? So, I see all the one answer you've been. Hab ich doch. Ah, okay. We won't even see a trial. Cut that shit out. What are you carrying, man? Defense plans? You want to buy yourself a seaside retirement with our lives, you damn cripple? Plans? Treason? We have served you people without question for years. We have spilled our blood for the cause. You sold out. They destroyed us and you? I have been a soldier my whole life. Geh weiter. Nein. Was? Willst du mich verarschen? Okay, Leute. Steuerung fragwürdig. Ich muss eine Mine legen. Habe ich das richtig verstanden? Keiner hat mir gesagt, wo. Damage, damage. Damage, damage. Es gibt bei ihm nichts. Er hat nichts. Ich nehme einfach mal an, dass ich hier lang muss. Ich bin überhaupt nicht da, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Dambo 1988, Dankeschön. Herzlich willkommen in unserer Community. Hier geht es sehr explosiv zu. Vorne, hinten, überall. Wieso trägt eigentlich niemand Medipacks bei sich?
Was wollt ihr denn? Himmel, Arsch und Zwirn. Ich hab schon alles eingesammelt, was es gibt. Tür zu. Don't shoot! Don't shoot! I'm just a stalker! I'm not with you! They made me! They made me! Okay. Geronimo! Achso, die holen mich ab. Na dann. Jungs! Sammelt mich ein! Schnell! Yes, nice one. Hold on. Ja, dann, du hast leider Terranigma verpasst. Aber gibt's auf YouTube, kannst du dir da nochmal angucken. Das haben wir doch galant gelöst, Leute. Ja, ich bin auch froh. Ich kann es nur nicht ausdrücken. Wie sie mich anstarrt, als ob sie was erwarten würde jetzt. Wir sind nicht nur Traitor. Wir sind honest to God enemy saboteurs. We stopped 100 clicks from Moscow to check our Geiger counters. The thing is, they are all in the green, as if they're in a conspiracy. Still, this amazing piece of news doesn't really impress anyone that much. The guys are all confused as to what to do next. And I'm just waiting for answers. And hoping the commander... Whom until Kai Maxe. Ja, wir haben jetzt die russischen Mittwoche. Mittwochs, Mittwöchen. In his reasoning. In der Tat. Bei jedem Text in Wodka? Oh, nö, ey. Ich muss ja auch noch spielen können. We are at a crossroads, so to speak, where everybody can help but wonder, what next? Where do we go from here? Yes, more or less what I expected from you, but you got the picture. So, is your counter functioning? Das ist eine Schreibmaschine. Yes, it's all green. Double checked it. Stepan's in the green too. We don't need masks here. So, they were telling the truth. Who was telling the truth? I ignore you. Why won't you answer? Who are those people trying to kill us? Why would they shoot at you, the Order's commander? Explain something, at least! You owe us that! Well, I might as well drop the bomb now. Ja, bitte. The war did not end. What do you mean, did not end? Let me finish. Most of our cities are destroyed. The rest of the country is probably under enemy occupation. To avoid new nuclear attacks against us, Command chose the only viable course of action. To play dead. To ensure radio silence, the shield system was created. A network of radio jammers covering Moscow and suburbs. So that some radio enthusiasts wouldn't bring more bombs down on our heads by whining on air. Huh. And it's one of these jammers that got disabled by the hands of those present here. Could you not have shared that before? Say, before Artyom took that radio outside and caught all that radiation? No! I only got briefed half year ago under a strict you talk, you die policy. And then had to tell my people we were securing a weather station. Sir, with all due respect, if we can't go back, maybe we should advance and move on? I have an idea, but... Artyom, rather than carrying on with this silent disapproval of yours, check the airwaves. We should be out of the jamming range by now. Sogar die machen sich lustig darüber. Sehr gut. Look for transmissions from the Ark.
Do you understand now why we are traitors in the eyes of command? We shut down a jamming station, shot up the guards, destroyed a patrol train, and ran away from Moscow. Who even needs a trial when the case is so clear? There's no way back now. Which means we have to continue moving forward. Command, what are you talking about? The Moscow Defense Command. Have you ever heard of the Invisible Watchers? I have, but nice. An urban legend. Not at all. They are command. Wait a moment, what was that? 8-1-1-7-9. Area. Listen, everyone! Mitschreiben, mitschreiben! Where's that number supposed to be? Got it! So it is somewhere around here. The Yamantau Mountain. So the route from here should go like this. This is our goal! So, is this what you had in mind? Yes! This is it! The Ark Project is a whole city underground. Enormous stores, machines, the best experts. It is the Commander General's HQ. All of the country's leaders are there. They have already started the restoration work. We will tell them that Moscow is alive. It wasn't all for nothing. Everything will change, everything. Do you get it? A new life is starting for all the survivors of the Aren't there any single women in that place? Great reaction. Artyom träumt von Schnitzel. The moment calls for mit Kartoffelpüree. Bring what out, Colonel? Sir. Erbsen. It's been sloshing about in your canteen. Im schönen grünen Caesar Salad. That. Just a moment. I thought my ears were deceiving me. Gegrillt. Ordentliches Brot. Nicht das dumme Weißbrot. Schönes knackiges Brot. This bucket of bolts at the very least, eh? It's about time. Let's go around and be done with it. Nah, go to hell. Nein, ich will nicht. Oh, come on. Vielleicht haben sie mir auch die Zunge rausgeschnitten. Hallo Ladybug. Willkommen. That's better. Not bad. I like it. Mir geht es sehr gut, danke. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Sounds okay, but a cruiser of what? Yeah, I'll tell you later. Looks like it's decided. Let's drink to Nastrovje! Was auch immer das ist. Das kann nicht gesund sein. Kaffee vielleicht? Hey, Artyom, let's take a look at that map. All right, we had a round. Wodka ist ja durchsichtig, oder nicht? Yermak, full steam ahead. Hi. Full steam ahead. Wow, that's some distance. I wonder how long it will take. Oh, gute Nacht, Yps mit Gimmick. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst. Jeden Mittwoch hier, 20 Uhr. Alles andere wird per Twitter angekündigt. Erkunde weiterhin den Zug. Sollen wir den... Ich weiß nicht, was es im Zug gibt. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen rumgucken. Hier ist eine Knarre, hier ist unser... Ah, man kann auch rausgehen. Oh. Das ist ganz schön nett. Weird feeling, eh, my friend? I remember you telling me how you took your mask off atop a stonking Otar. When you honed those missiles in on the dark ones, was the air bitter then? Who knows though? Das ist übrigens alte Lore. Those missiles, you'd probably never have climbed that building. Was er gerade erzählt. Or received that signal. Life is weird, huh? One random event drags another with it, like links in a chain.
and you are pulling that chain out of a dark well. Er ist sehr skeptisch. Wer bist du? Was willst du von mir? What drink is in that bucket that's on the end of the chain? That's a mystery. That's what I often think about when facing a choice. You can't drop the chain either. You always have to drink from that bucket. Well, bottoms up, I suppose. So, how does it feel to be the Moses who yanked on this particular chain? Is it dumb, ich glaube, ich mag ihn, auch wenn sein Name Idiot ist. In life was carry out orders? Well, I'm not called idiot for nothing. Ich glaube, er wird einfach weiterreden. Es interessiert ihn gar nicht, ob wir noch da sind oder nicht. Da saß ich eben. Hi. Ah, wir können was lesen. Zustandsbericht. An den Leiter der Bahnabteilung des Projekts Schild. Selesniak? Stimmt das? Ich würde sagen Selesniak. Bericht zum Stand des Schienennetzes. Nachdem ich auf Ihre Anordnung hin den Zustand des Schienennetzes untersucht habe, kann ich berichten, dass dieser hinter der Verteidigungsgrenze zwischen akzeptabel und gut schwankt. Somit stellt die Bahn eine Bedrohung für unsere Sicherheit dar, da sie vom Feind zum Transport und zur Versorgung seiner Agenten dienen kann. Für mich stellt die Deutsche Bahn auch eine Bedrohung dar, definitiv. Andererseits ist der Zustand des Schienennetzes innerhalb der Verteidigung nicht akzeptabel, was in naher Zukunft zu einem völligen Stillstand des Zugverkehrs entlang unserer am meisten genutzten Strecken führen kann. Damit wird die Verteidigungsfähigkeit Moskaus stark gefährdet, da unsere Transporte von Vorräten und Verstärkung unterbrochen werden können. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Situation bitte ich hiermit darum, dass das gesamte verfügbare Wartungspersonal ausgesandt wird, um die am stärksten betroffenen Streckenabschnitte der wichtigsten Linien zu reparieren. Hierzu sollten die Schienen und Schwellen der Linien hinter der 101-Kilometer-Grenze um Moskau genutzt werden, denn dadurch kann der Feind nicht mehr die Strecken nutzen, die in die Stadt führen. Stellvertretender Leiter des Prüfungskomitees, Modorenko. Ja, ja, ja. Cool. Hello there, Artyom. It seems to me, whether it was intended or not, that our colonel now has a goal to strive for because of you. We all remember the way you fought back in D6, so no matter sorry, what I lies just, ahead, I can't. We're with you. You can concentrate. Count on us. Yeah. Yes. As for me, I'm running a little inventory check. Mm-hmm. Na, wer bist du? Well, hello there, Artyom. Komm, ich helfe dir. People could have called me up there to drink to Aurora. I still think Beelzebub was a better name. Bisschen schippen, ne? Well, help yourself. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt. Iggy Lankert folgt mir jetzt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Willkommen zu Metro Exodus. Hier hast du ein kleines Willkommensgeschenk in Form eines Goldjungen. Sehen Sie hier, wie wir ganz aufregend Kohle shippen. Das ist alles, was Sie in diesem Spiel tun können. Dankeschön und gute Nacht. Beschwer dich noch, ey. Suppenhuhn. Okay, ich glaube, wir sollten ausrücken. Ich möchte doch wissen, wie es da draußen aussieht. Then, about 2 months ago, they loaded a bunch of people onto my Aurora. Der Kohleschip-Simulator. Exakt. Kriegt man bestimmt ein Achievement für, wenn man eine Stunde lang schippt. Bis die Box leer ist. But that was not what had caused the crew's euphoria. Our journey finally got a definite purpose provided by the transmission from the government bunker in the Urals. For 20 years, we thought that neither the government nor military high command had survived. Turns out they're still around. Where were they while we were eating each other alive in the metro?
We'll have a lot of questions for them once we reach Yamantau. If we reach it. The ruins of our country are under enemy control, according to Miller. And we'll have to fight through to our goal. A small team against the occupation armies? What are... Froze anything off yet, darling? Here, let's warm you up a little bit. Möchtest du wissen, was ich mir abgefroren habe? So, what do you think our chances of getting to Yamantau alive are? It's the only thing on my father's mind. How to earn his forgiveness, get back to Metro and his old life, the life you had always been running from. And to think, I never believed you. And now I'm looking at this fog, thinking it could actually be hiding our new life from us. By the way, we should be approaching the bridge soon. Oh, ist das das mit der Kirche? Da, ich sehe doch da hinten eine Kirche. A campfire! People! There are people there! Hit the bridge! Oh. Aua! Wenn da welche waren, dann haben wir sie alle platt gefahren. Digi, ich glaube, hier ist niemand. Ja, ist ja gut. Hetz mich nicht. Es wäre gut, wenn Artyom so ein, wenn er sprechen könnte, ein Berliner Akzent wäre. Alright, Artyom? Ist ja gut, hetz mich nicht. Auf Wiedersehen, Sigurd. Bis zum nächsten Mal. Who was it? Any uniforms? None. They were wearing rags. Just some old farts. Old farts, huh? That's just the perimeter guard. They could have put anyone there, even women and children. Do you really think we found them, Colonel? Well, we can't be sure. I was expecting to run into them much earlier. The trolley is headed towards the bridge. Some fortifications there. This looks peaceful. A village and a church on the water. We need intel. Das kenne ich von der Gamescom. Mark on your map. Tatsächlich. Find out what you can about that bridge. Taking a prisoner would be ideal. Ich sehe hier immer so kleine Frame-Einbrüche, aber ich sehe gerade, bei euch sieht man das nicht. Das ist sehr lustig. You're not to take a step away from the Aurora. These two can handle themselves just fine. Yermak, when can you get the Aurora running again? I don't know yet. Gotta check on that cylinder. Okay. A full day at least. I see. Get to it then. Spartans, so, jetzt haben wir eine Map. Das ist doch schon mal was. Stepan, Damir, get the perimeter. I'm on it. Duke, I need you to recon the immediate area. Got that, sir. Idiot, you give him cover from the Aurora. Yes, sir. Sam and Alyosha, stay in reserve. Yes, sir. Okay, also wir haben jetzt den Auftrag, das hier alles auszuchecken. Doch friedlich aus. Let's go, Artyom. Yes, let's go. Wie komme ich hier raus aus dem Puff? Hallo, ich will aussteigen. Kann ich hier einfach rüberspringen? Nö. Nach unten? Ja, okay. Artyom, don't forget your backpack. It's a new model. Yes. A portable workshop, so to speak. The manual is inside. Okay. It doesn't come with crafting materials, though, so keep an eye out for those. Let's move out, Artyom. Just be careful out there. Sure thing. I gotta say, okay. That was one flimsy roadblock. And those guys. Well, they didn't look like army men at all. Just old men. Yeah, das hat sich ja schon ausgeguckt mit der Waffe. Remember, most of the country has been destroyed or occupied. Halt's Maul. Those who speak our language might be enemies, by conviction or out of fear. Got it? Also die Kirchenglocke funktioniert. We must have given them a good scare. Maybe they serve the enemy.
Ich werde hier erstmal alles abgrasen. Hier werden doch bestimmt richtig viele Sachen rumliegen. Strahlung. Stimmt, wenn es zu heftig wird, muss ich eine Maske aufsetzen, gell? Och, lass mich doch da rein, Leute. Naja. Oh. Da blubbert was im Wasser, Leute. Ich weiß nicht, ob das geil ist. Schön. Ah, Rucksack, okay. Heiliger Bimbam. Ich kann einen Medipack bauen. Oder Filter. Ach so. Herstellungskosten sind oben. Okay. Und wenn das... Okay, wenn es gegeben ist, leuchtet es orange. Waffenmodden oder was? Ah, okay. Verstehe. Okay. Gut zu wissen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. So. Ich glaube, das war's. Danke für eure Gastfreundschaft. Ich bin noch nicht verseucht, das ist gut. Wo ist eigentlich meine Frau? Anna? Wo treibst du dich rum? Man bräuchte so eine Ruftaste. Ja, dann würde ich sagen, Wifey, bleib bei mir. Okay, ich darf auch nicht schnell laufen, sonst ist mir der Ausdauer im Arsch. Ah, ja. Wo ist denn die Alde? Ist das ein mutierter Hase? Okay. Wow. Ich brauche ein stärkeres Kaliber. Ja, doch. Das hat bestimmt keiner gehört. Wow. Wow! I did not see that coming. Wife! Wo ist Waifu? Shit. Okay, ich lass sie lieber in Ruhe. Hallo Kite! Willkommen! Okay. Warum hat er gerade da gespeichert? Komisch. Die,
Ach, da ist sie ja. Herzlein. That electric tower there looks like a perfect sniping position. Let's go. Wieso bist du eigentlich immer der Sniper? Ich möchte auch mal snipen. Ich glaube, das wäre geil, wenn man auch die Rollen tauschen könnte. Also wenn man auch mal Anna spielen würde. Das würde ich begrüßen. Oh, hier ist ja gar nichts drauf. Noch die Lampe an. So ein Quatsch. Ja. Alde, ich will doch Sachen finden, Mann. Ja. Eben drum. Oh, ist das eine gute Idee, da reinzukriechen? Ich weiß ja nicht. Bücher, die wir nicht mitnehmen können. Och, die schöne Tischdecke. So positiv. Voller Lebensfreude. Nichts, oder? Nein, doch nicht. Da war ein grün leuchtender Pilz. Oh. Das ist natürlich auch nicht schlecht hier. Sorry, Buddy. Das brauche ich dringender als du. Bücher, Bücher, Bücher. Klamotten. Ja, ich glaube... Das war's hier. Nö. So, ich guck jetzt doch mal, was hier ist. Sansaga, cool, dass du da warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald. Oh, ich habe geile Pilze eingesammelt. Meine Waffe ist dreckig. Es ist so verwirrend. Also man hat ja jetzt einen Rucksack und seine Werkbank, gell? Aber man muss trotzdem an stationäre Werkbanken gehen für bestimmte Sachen. Das gibt doch gar keinen Sinn. Gute Nacht, Mario. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Spätestens nächste Woche Mittwoch. Ah, der Buddy hat bestimmt was für uns. Absolut. A shithole. Nothing in there. Super. What? Ah. Ich habe eine Modifikation gefunden. Okay. Ich möchte die andere Waffe aber nicht haben. Ich finde meine mit dem Schalldämpfer nämlich viel cooler. Nein! Mein Gott. So.
Mal gucken, ob ich es raffe. So. Das habe ich jetzt montiert. Das war's, glaube ich, ne? Weil. Genau. Easy Living. Okay. Kann ich jetzt. Ich kann ein Medipack herstellen. Das ist sehr gut. Ja. Messer und Dosen brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Na, zählt ihr auf, wo Metro Exodus überall geklaut hat von? Ich finde, solange man gut klaut, kann man das machen. Wenn das Spiel jetzt nicht völlig aus fremden Mechaniken besteht, dann finde ich das vollkommen in Ordnung, sich coole Sachen abzugucken. Okay, ich glaube, das war's hier. Oh. Bacon Max, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen hier bei Metro am Abend. Ich gebe dir mal schnell deinen Oscar, bevor ich das gleich verdudel. Hier ist ein Boot. Jack, ein Boot! Oh, Pillen! Nice! Mit Pillen kann man super viel anstellen. Ich würde ja handeln, vielleicht. Jeder braucht Pillen. Da kann man bestimmt Medis mitmachen. Okay, Artyom, I'll climb up there while you take the boat to the church. Oh, really? I'll call you when I'm settled. Break a leg. Mhm. You break a leg. Ich bin noch nicht so weit. Ich will noch gucken. Wir brauchen viel Zeug, Anna. Wow. Wer bist du denn? Das ist bestimmt irgendein Entwickler oder sowas, oder? Was meint ihr? Wer könnte das sein? Du, ich weiß nicht, Kabrüggen. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Metro. Wir werden sehen, was wir mit den Pillen anstellen können. In früheren Teilen war es ja so, dass die Munition auch die Währung war. Also wenn man besonders gute Muni gefunden hat, dann konnte man damit handeln. Hier weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir werden es erfahren. Nee, ich möchte meine Waffe gerne behalten. Danke. Das ist ja schön für dich, Mensch. Da kann dich auch keiner angreifen. Du bist vollkommen in Sicherheit. Das freut mich, mein Schatz. Finde ich ganz prima. Loot, 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 loot. Ja, das ist mir jetzt, ich weiß nicht. Ich kann bestimmt da mit dem Boot hin, oder? Weil das hier funktioniert doch nicht, oder? Ah, ja. Vielleicht funktioniert es doch. Wow. Wir haben die Bar gefunden. Können wir bitte das Akkordeon mitnehmen? Oder die Angel, die kann man immer gebrauchen. Ach, Gurken. Es gäbe Pluspunkt, wenn ich die spielen könnte. Ich liebe Games, wo man Instrumente spielen kann. So random. Auch wenn es nicht viel Sinn ergibt, einfach irgendwie draufdrücken oder so. Ich liebe das. Das macht ein Spiel direkt charmanter für mich. Qualität und Optik, Fleur?
Ich finde es wunderschön und ich fand es auch damals, als es noch echt buggy war auf der Gamescom und auf der E3 wunderschön. Ich bin aber auch nicht der krasse Grafik-Nazi. Also mir ist es eigentlich egal. Hauptsache, ich sehe was und es ruckelt nicht alle 2 Sekunden und die Frames brechen ein und so weiter. Dann bin ich auch stinkig. Aber so generell bin ich eigentlich sehr leicht zufriedenzustellen, was Grafik angeht. Und ich hoffe, dass wir noch ein bisschen... Warum gehst du nicht vorwärts? Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen Abwechslung sehen werden, was die Landschaft angeht. Also, dass wir irgendwann mal vielleicht Wald kriegen oder so. Oder vielleicht auch Wüste. Alter, was ist denn mit... Oh, nö. Ich soll ins Boot steigen, sag mal. Kurz speichern hier. Ich greife die jetzt an. Ich will wissen, ich... Okay, die sind scheu. Ich wette mit euch, dass wenn ich gleich in diesem Boot sitze... ...die mich platt machen. Ich guck nochmal, ob ich was verbessern kann. Machen wir doch gerne noch welche davon. Und ein bisschen mehr Zeit dafür. Wie kann ich denn... In dem Merkding stand eben, ich soll genug Sachen und Munition herstellen, aber ich habe gar nicht gesehen, wie man Munition herstellt. Nur halt Medipacks und Filter. Okay, Leute, ich wage das jetzt. Wünscht mir Glück! Aus dem Boot aussteigen. Warum sollte ich das wollen? In 3 Teufelsnamen. Ey. Mach dich vom Acker. Ja, genau das meine ich. Auf einmal kommen die... Degi. Geh weg. Nee. Hier, ich will hier kurz anlegen. Oh, ich lebe noch, Gott sei Dank. Gucken, vielleicht ist hier noch Stuff. Oh, hi. Cool. Ja, seht ihr, es lohnt sich immer mal nachzuschauen, was es so gibt. Da ist die. Die sieht auch geil aus, ne? Auch wenn die so ein bisschen abgeranzt natürlich ist. Ich finde, sie hat was, ey. Eins nice Kirche. What? Artyom, there's a woman on that bell tower waving a rag or something. Yes. Please investigate. I see people at the church. None seem to be armed. We'd better try the open approach. Let's not fire first, okay? Uh-huh. Okay. Not firing first.
Okay, das kann ich bestimmt gleich ausbauen. Nix mehr da. Ich hätte gern dieses Dreirad. Ich hatte auch ein grünes Dreirad früher. Aber das hatte einen Schalensitz und nicht so einen Fahrradsitz. Das war sehr schön. Man konnte hinten noch so eine Stange dran bauen, damit man mich auch schieben konnte. Ich mochte mein Dreirad. So. Na gut, sie haben mich gesehen. Das ist ja ganz toll. Okay. Okay. Hey, Chesteroff ist da. Mensch, du bist spät dran, Junge. Warte mal, wie spät ist es? 10:30. Eieiei. Und du hast bestimmt wieder weirde Arbeitszeiten gehabt. Okay, ich steck fest. Ich schätze. Nicht so viel zu geben, oder? Nein. Soll ich jetzt wirklich so direkt... Spätschicht, oh je. 14 bis 22 Uhr. Ja, die kenne ich noch aus dem Studium, die Spätschichten. Alter, soll ich jetzt wirklich den offiziellen Weg da reingehen? Hi. Our father, Salanthius, has already started his sermon. Mhm. Just enter the temple and see the light of truth. Ach so, ja genau, das ist diese Sekte, die sich eigentlich freuen, dass die Apokalypse gekommen ist, weil die alles Moderne für Sünde halten. Oh, lass mich rein, Mann. Gute Nacht, Kuchen. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. For she knows not the folly of her words. Let us forgive, brothers. Let us pray for the souls of the sinners. And let us forgive the child as the Lord forgives us. Okay, das wird zu dumm. Oh. What? Kann ich die Waffe auch irgendwie wegtun? Ich will nicht so bedrohlich aussehen. Nun. Das hat nicht geholfen. Ich beklaue die jetzt erstmal. Hallo. Hallo.
Ah, okay. I can't believe this. I had all but lost hope. We're not from here either. Silantius locked us up here a year ago. Yes, the bridge dwellers won't even talk to heretics. But I'll tell you everything I've seen in this place all that year. Oh, it's the bridge guard. Silantius fooled them just like the locals. But unlike them, the bridge guard have guns. Run! There's a way out down here, and there's a boat at the dock. We also have one, but it's too small for all of us. Artyom, she's right. Get to the boat. We will rescue her later. Don't worry. Go! Nastya and I can get to your train by ourselves. Hmm. We've been thinking about escape for a long time. Even got a boat. But we didn't have anywhere to go until you showed up. Wie kann ich denn noch mal funken? Oh, and get Uncle Chris from the port. He is so good. He can fix anything. Nice. Artyom, I'll meet up with them and get them safely to the Aurora. Don't worry. Get to that dock. Okay. Versprich es. Run. They'll feed you to the fish or they catch you. Those damn backward fools. Hey, wenn die nicht gerettet werden nachher, rast dich aus. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Komme ich hier überhaupt zum Buch? Zum Boot? Zum Buch. Artyom, I can't cover you when you're inside. I'm changing position to meet the woman and child. I know you can handle this just fine. Schwein muss man haben. Ich will doch nur wissen, wie ich zu diesem Boot komme, verdammt. Vielleicht muss ich durch die Tür oben? Nastya lied to you. We didn't kill anybody. Her father, he went to fight a demon and died. Tell him, Kuzma. Yes, he went after a demon. And we have many orphans like her here, so please let us be. Okay. Danke für die Hilfe. Oh, jeez, Rick. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh, hallo. What's going on?
Oh, I don't feel right. Oh my god. This is a punishment for our sins. It's all for our sins. For we have sinned gravely. Oh Lord, save us and have mercy. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, erschossen zu werden oder ihr Gelaber zu ertragen. Diggi, hier war ich doch schon mal. So viel Zeit muss sein. TikTok. Ja, ich würde gern wissen. Weil mein Boot ist ja eigentlich. Wow. Mein Boot ist ja, eingeschlossen, wollte ich sagen. Da unten. Wow, im Limbo bist du bestimmt super. Das sieht gut aus, oder? Hier ist ein Boot. Row, row, row your boat. Gently through the sea. Merrily, merrily. So, die hat uns gesagt, das kleine Mädchen, dass ihr Onkel richtig geil Sachen reparieren kann. Ich finde, wir sollten ihn suchen. Are you alright? A shame you couldn't get away quietly, without bloodshed. They're bound to hate us even more now. Oh well. Artyom, Katya and Nastya are with me now. Aurora. Check the map. Looks like you can row straight to it from there. Whoa, whoa, whoa. Whoa. How do I? Uh-huh. Ih, du lebst ja noch. Wie, ich habe keine Muni mehr? Wow, das war ganz schön eklig. Artyom, over here. Ja, ich sehe es. Ich sehe dein Licht. I can see you. No, no. Oh boy. Oh Gott, nein. Oh shit. Nicht gut, nicht gut. In dieser Suppe auch noch, das ist so eklig. Oh. Ey, wenn ich nicht verstrahlt war, dann bin ich's jetzt. Ah, Bronco. Du bist wieder da wahrscheinlich, gell? Ja. That's what she said. Sentry told me that I was to sit tight and under no circumstances look for any action. So I just had a front row seat watching you there. Danke. And so you subdue the occupation forces peacefully with a holy cross and a prayer.
Anna has already reported on the call. Hier ist ein Flugzeug, das haben wir nochmal schön. Abschnüffeln, ob es hier noch was gibt. Lass mal Licht ausmachen. Oh. I feel so dumb. I should have landed on that field. We were still flying and it looked like we could have gone on for some time. And then that damn power line. We'll have to make ourselves at home here now, since we're alive. The bridge seems like a nice place. At least it's not going to get flooded. We might end up going to Moscow by rail later. Well, we'll have to live and see about that. So, war das wirklich alles, was wir modden können? Ja, oder? Ich sehe keine anderen Menüpunkte, deswegen. Es kommt mir so wenig vor. Waffen und den Quatsch. Naja. Sascha, Dashi, guten Tag. Übersehen. Perflash. Habe ich das richtig ausgesprochen? Danke für dein Follow. Willkommen. Du bekommst von mir diesen kleinen Ausgabebereich. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Weg zu uns gefunden. Oh oh. Verpisst euch mal. Junge. Ist ja widerlich. Oh nee. Scheiß Ladehemmung. Ich versuch's ja. Mann. So, da hinten ist der Zug. Alter, sind die tot? Ich hoffe doch. Der sieht aber noch ziemlich frisch aus. Oh, wir haben wieder was gefunden. Schimmeliger Stamm. Jede Ladung, die man überlebt, ist eine gute Ladung. Landung. Super. Aber in meinem Fall, es könnte schlimmer sein. Die anderen drei können sich kaum bewegen. Shura und Nick sind mit Schrammen davongekommen. Nick hat mir eine Schiene gebaut und mein Bein zusammengeflickt. Es tut höllisch weh. Shura war doch von eben in der anderen Notiz, gell? Wir stecken in der Klemme.
umgeben von Sümpfen. Wir werden nicht zu dem Dorf gehen, das Shura gesehen haben will, bevor wir nicht wenigstens den Weg kennen. Wir werden erstmal hier bleiben. Immerhin konnten wir ein Lager aufschlagen und alle dort hinbringen. Aus dem Flugzeug läuft Kerosin aus, daher müssen wir unser Zeug so schnell wie möglich retten, bevor ein Feuer ausbricht. Ein kleiner Bonus, es gibt keine Moskitos, was etwas merkwürdig ist. Es gibt hier andere Wesen, letzte Nacht haben sie im Matsch Spuren hinterlassen. Und die sehen anders aus als alles, was wir kennen. Ich bin froh, dass wir Waffen haben. Wer weiß, was das für Wesen sind. So können wir uns wehren, falls sie in der Nacht kommen. Ob wir mit dem Fahrrad aus unserem Gepäck wohl die Ram-Air-Turbide antreiben können? Oh mein Gott, sie haben Nick erwischt. Als er die Turbine holen wollte, haben sie ihn geschnappt. Riesige, grünlich-graue Monster, die wie Gottesanbeterinnen aussehen. Die Schrotflinte hat nichts bewirkt. Shura feuerte aus beiden Läufen, aber die Schüsse prallten einfach ab. Sie waren perfekt versteckt, als ob sie genau wussten, wo sie auf ihn warten mussten. Verdammte Monster. Nick, wir wären besser zu Hause geblieben. Wir haben zwei Optionen. Im Dorf Hilfe holen oder erst warten, bis uns die Lebensmittel ausgehen. Wenigstens haben wir Zeit nachzudenken. Die Monster haben Angst vor Feuer und nähern sich nicht, solange das Feuer brennt. Shura sagt, das sei meine Aufgabe, da die anderen ständig bewusstlos werden. Könnte ich sein. Aber wie kann er nur so ruhig sein? Ich kann nicht begreifen, was Nick zugestoßen ist. Und dieses Fieber. Shura ist gegangen, hat eine Nachricht hinterlassen. Trotzdem, das ist scheiße. Hoffentlich kommt er durch. In der Nacht streuen sie hier umher, klackern mit ihren Mandibeln. Mandibeln? Mandibeln? Was für ein schreckliches Geräusch. Ich darf nicht schlafen, muss das Feuer schüren. Shura hat genug Feuerholz zurückgelassen. Die anderen können sich gar nicht mehr bewegen, aber mein Fieber hat inzwischen etwas nachgelassen. Also, ich halte es nicht mehr aus. Ich kann nicht schlafen. Morgen werde ich versuchen zu gehen. Ich brauche mehr Feuerholz. Shura, verdammt, diese Riesenbestien. Keine 100 Meter vom Lager entfernt habe ich seinen Rucksack gefunden. Ich musste schnell zurückhumpeln, bevor sie mich bemerken konnten. Verdammte Monster. Sie streuen umher, klatschen in den Schlamm, klackern mit ihren Klauen. Dieses Geräusch macht mich verrückt. Die Bewusstlosen haben es gut, denen ist es egal. Mein Fieber ist wieder da. Ich weiß nicht, ob ich so weitermachen kann. Solange das Feuer brennt, ist es nicht so übel. Aber das Fieber wird schlimmer. Keine Ahnung, welcher Tag es ist. Das Bein ist schwarz, ich kann nicht schreiben. Ich habe ein paar Stöcke angespitzt und sie den Jungs gegeben. Ich hoffe, sie können sie halten. Die Monster kommen näher. Ich kann nicht mehr. Zerrissene Notiz. Dima, du weißt, dass ich es versuchen muss. Ich bin der Einzige, der noch gehen kann. Und wir brauchen Hilfe, sonst sind die Jungs so gut wie tot. Warte hier und keine Tricks wie damals. Bis dann. Oha. Ei. Klingt übel, Bro. Da oben ist unsere Lok. Mal schnell durchhuschen. Mal auch runter. Noch ein Boot. Ja, ich glaube, das mache ich gleich. Ich könnte mal eine Schotti gebrauchen. Das wäre ganz nett. Liebes Spiel, kannst du das für mich tun? Leberzirrhose 87, danke für den Follow. Ich hoffe, du leidest nicht an selbiger und kriegst auch keine.
Aber dafür kriegst du auch einen Ausgang. Do you know of the occupation forces? Huh? I'm sorry, I don't quite get what you... So, you've never seen any foreign army in this area? No, I haven't seen any army. But we haven't really been to any important places. I see. Artyom, a moment. Thank you, Artyom. Artyom, stop by my desk once you're done talking to the old man. I've got something for you. Damn. What do I even do about this? I could replace the cylinder, but there's just no spare. I've got to fix this one. And I don't even know where to start. It usually takes a whole workshop to fix things like that. Great job saving them, Artyom. Katya here has provided us with vital information. A mechanic called Crest is hiding in the port. His help is required if we're to fix the Aurora in the foreseeable future. Yes. Yermak can't handle the repairs alone. So once you're ready, go to the port and invite Crest to join us. And then get back ASAP. We'll have to decide what to do about the fanatics on that bridge. Now we know for sure that the bridge is in working order. They crossed it last year when they got here. Well, at least some things are clearer now. But still, so many questions. Tip, tip. There might not even be any enemy forces around here at all. They probably garrisoned the key regions only. In any case, we'll learn everything once we reach Yamantau. From the top source. The Moscow government is essentially a local council, to put things in perspective. So, now we just need to figure out how to cross this goddamn bridge. Alrighty. We cross the bridge when we come to it. So, ich check jetzt hier nochmal. Hat gesagt, ich soll zu ihm kommen. How do you like the backpack? Is it comfortable? Mm-hmm. Can you operate stealthily with it? Mm-hmm. I have a present for you here. Etihar rifle. Ring any bells? It's pneumatic, but it still packs a wallop. Plus, making bullets for it is easy as pie, even in the field. Just remember to keep that pressure up. Otherwise, you might as well be spitting him out yourself. Other than that, it will never fail you. I did my best. So, bear it with honor. Uh-huh. And don't forget to drop by from time to time. I have a few ideas for improving it. Na gut, neues Gewehr. Bestimmt nicht schlecht. Obwohl ich noch nicht weiß, was ich von dem Luftdruck halten soll. You locked out with me. We all locked out with Anna. She's a total deadeye. Now I only wish your mom could come with us too. With a real medic, we'd become unstoppable. Er guckt immer noch sehr skeptisch. Artyom, I took some measurements. There is one hell of a radioactive hotspot between this place and the port. The readings are off the scale. So you'd better take a boat. We found one and docked it under the bridge. Mm-hmm. Well, unless you're afraid of the monster. Duke told us over the radio. Tja. Artyom? Afraid? Bullshit. Besides, the monster is just a catfish. After the nuking, the fallout got washed off into the rivers and settled down as sediment. Catfish are bottom dwellers, so they got hit worst. Well, this one wasn't so bad. Katya, Nastya, come have some tea. Ich möchte auch Tee. Schweinerei, Alter, wie geil das ist und ich krieg nichts. So, Katya. Where are you from? Okay, ich glaube, die wollen, dass wir weitermachen. Ich würde sagen, das war's für heute. Traurig, aber wahr. Liebe Leute. Es ist nämlich schon 11 Uhr. Ich muss morgen sehr, 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 sehr früh aufstehen. Ich habe mal wieder einen Arzttermin.
Oh, schön, jetzt sitzt sie auch dabei. Das war nett. Okius! Danke für dein Abo mit Twitch Prime. Vielen, vielen Dank. Willkommen in unserer Crew. Genieß deine Emotes. Bade in selbigen. Jetzt, sofort und in aller Ewigkeit. So. Jetzt kann ich hier auch mal wieder groß machen, den Quatsch. So, Leute. Yay. Das war doch nett. Für eine erste Session war das doch ganz nett. Ich meine, wir sind jetzt nicht sonderlich weit gekommen. Aber ich musste mich ja auch erstmal so ein bisschen einspielen. Und ich finde es eigentlich bis jetzt ganz cool. Abwechslungsreich. Ich mag looten. Wer nicht? Also, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das nächste Woche hier an dieser Stelle weiterführen. Und bis dahin dürfte ich auch schon, wenn alles klappt, Twitch-Partner sein. Ich habe mich auf jeden Fall jetzt beworben, dank eurer Hilfe. Ihr habt nämlich immer fleißig zugeguckt und dann konnte ich das Achievement dafür erreichen hier bei Twitch. Und ja, ich bin gespannt, was passiert. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart heute. Wir sehen uns wahrscheinlich wirklich erst nächsten Mittwoch. Ich bin nicht sicher, ob ich vorher die Zeit finden werde diesmal. Aber wie immer, ich lasse es euch wissen auf Social Media, wenn da was ansteht. Erstmal denke ich mal aber nicht. Nun, manchmal ist es so. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Und danke nochmal. Bis bald. Tschüss.